Da freue ich mich drauf. Jetzt hole ich Johannes Strate von Revolverheld zu mir in den Tandem-Talk. Ich brauche gar nicht fragen, ob ihr bereit seid, weil ich glaube, da warten schon ganz viele. Johannes, ich hoffe, du bist bereit. Ja? Ich werde dich jetzt dazu holen. Mal schauen. Ich habe Stories gesehen. Er war, glaube ich, heute noch spazieren, ein bisschen an der frischen Luft. Dürfte auch schön sein. Hallo. Guten Tag, Servus. Servus. Na? Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Du hast sogar ganz leicht Farbe, kann das sein? Ist das von heute so Ja, ich ganz, ganz, war, ganz also wir leicht hatten in der rot? Tat heute in Hamburg ganz gutes Wetter und ich war bis jetzt draußen, aber dann bin ich natürlich jetzt extra nach Hause gekommen, um mit dir zu sprechen. Tut mir leid, dass ich deinen Spaziergang verkürzt habe. Na, ist schon in Ordnung. Frechheit. Ja, schön. Also bei euch ist auch fein jetzt oben in Ja, Hamburg. herrlich. Also ich glaube, die nächste Woche wird auch ganz gut. Wird dann eben interessant, wenn das Wetter wieder besser wird und alle Leute es dann nach draußen treibt, ob es dann funktioniert, dass man sich dann eben so aus dem Wege geht und nicht Ja. dann wieder aus Versehen größere Gruppen auftreten. Das wäre blöd. Du hast grün, hast du gesagt, oder? Bei dir ist so ein bisschen grün vor der Türe. Du kannst schön Ja, wir haben raus. Garten und so, das ist schon in Ordnung, das passt alles. Und Ja. wir haben in Deutschland ja auch keine Ausgangssperre. Du kannst mit Familie oder zu zweit kannst du rausgehen. Ja. Nur eben nicht die Gelage im Park, was ja auch vernünftig ist. Gelage im Park, Ja. ja. Bei uns in Österreich, ich habe heute einen Artikel gelesen, typisch Österreich, irgendwie die Polizei verstärkt jetzt Kontrollen an 15 Plätzen, weil Leute beginnen, Alkohol draußen irgendwelche Gatherings zu machen und so auf öffentlichen Plätzen, die halt normal voll sind, sich zu treffen. Ja. Ja, aber es ist natürlich auch bescheuert. Also ich meine, wenn sich die Leute an die Vorgaben nicht halten, dann werden die Maßnahmen halt immer strikter, ne? Dann kommen wir da eben gar nicht raus. Also ich kann nur wirklich jedem empfehlen, sich da auch ein bisschen dran zu halten und versuchen, sich gerade mal zusammenzureißen, ne? Dann ist es vielleicht nicht allzu lang. Ansonsten wird das monatelang so gehen, natürlich. Stimmt. What Johannes Strate says. Take it serious. So nämlich, Freunde. So ist es. Habt ihr gehört? Deine zwei Gitarren, wann hast du das letzte Mal angegriffen? Ist es nur Zierde oder machst du was damit gerade? Bitte nochmal. Deine zwei Gitarren, wann hast du die das letzte Mal angegriffen? Ist das Auch Zierde vorgestern oder? oder so. Also mit der hier nehme ich relativ viel hier auf. Das ist eine Elliot, das ist so meine liebste Brett-E-Gitarre. Und die haben schon relativ lange, das ist so eine Gibson von 1954. Mit der habe ich schon auf meinem Soloalbum ganz viel gemacht. Nee, die sind in Benutzung. Also ich habe hier auch noch etliche andere rumstehen. Habe aus meinem Studio mir rechtzeitig noch alles nach Hause geholt. Und habe jetzt hier so ein kleines Home-Studio, wo ich eben arbeiten kann. Also genau, beschreib mal kurz, wo sind wir gerade? Wo bist du? Ich bin in Hamburg zu Hause in meiner Wohnung und habe hier eben ein kleines Zimmer als Home-Studio umgebaut. Hatte ich jetzt schon ein bisschen länger gemacht. Wenn ich an Ideen arbeiten will, dann kann ich das eben zu Hause hier ganz gut zu Ende machen. Und das funktioniert natürlich ganz gut. Wir sind in der Tat mit der Band gerade dabei, eine Platte zu machen, schon ein bisschen länger. Und jetzt können wir uns eben nicht sehen. Und jeder nimmt aber trotzdem zu Hause bei sich ein bisschen auf. Und dann schicken wir das auf den Server. Und ein Produzent in Wien oder in Berlin lädt sich das dann runter und baut dann eben das in die Songs ein. Ist schon ein ungewöhnliches Arbeiten im Moment. Aber es funktioniert natürlich. Und wir wollen natürlich nicht, dass das Album jetzt auf der Strecke bleibt. Nein, vor allem ist ja eine Prise Wien auch bei deinem Album jetzt dabei. Absolut. Ja, Fällt mir also gerade ein. Kann man ja auch fragen, wir haben mit Lukas Hillebrand gearbeitet bei dem Album, haben auch in Wien aufgenommen. Ich war ein paar Mal da, war auch bei euch in der Villa, ja. Allerdings, als noch ziemlich gebaut wurde. Ja, ich erinnere Das mich war an. schon skurril. Das Ja, war so, wir ich. sind dann so über die Kreissäge im Flur und dann haben wir oben in der Bibliothek aufgenommen und irgendwann haben die Jungs angefangen, eine Tür in der Küche gegenüber einzubauen. Und an Tag zwei waren Lukas und ich so, okay, vielleicht gehen wir jetzt erstmal, weil Lukas, gehen wir erstmal in mein Studio und kommen morgen wieder. Aber Ja. was ich jetzt gesehen habe, ist es ja sehr schön geworden bei euch. Ja, genau. Wer nicht weiß, worüber wir sprechen, es gibt ja bei uns jetzt in Wien die Villa Lala, also eine Ja. alte Villa, wo wir Studios reingebaut haben. Und Johannes, also du bist zu uns gekommen, wo wirklich noch gerade Baustelle war. Es wurden Türen eingehängt. Irgendwann bist du raufgekommen und hast so gehustet und so. Ich glaube, das ist mir alles ein bisschen zu staubig hier zum Singen. Ja, ich hatte so Baustaub und Sägespäne kamen, glaube ich, schon aus mir raus. Aber es ist in der Tat ein sehr schönes Haus, wo man echt sehr gut arbeiten kann. Nur zu dem Zeitpunkt eben noch nicht. Genau, du hast es eingeweiht, ja. Ich erinnere mich aber wirklich, es war noch überall absolute Baustelle. Vielleicht hört man jetzt auch so eine Säge
auf deinem neuen das Album? Das ist, glaube ich, wirklich möglich. Wir haben nicht alles nochmal neu aufgenommen. Also es kann gut sein. Auf der neuen Platte, ich kann ja dann irgendwann, wenn sie dann mal rauskommen, das wird natürlich noch ein bisschen dauern, kein Mensch weiß gerade wann, kann ich dann ja zumindest mal sagen, welche Songs ich in der Villa eingesungen habe. Ja. Und dann kann man ja mal hören, ob man irgendwie die Kreissäge im Hintergrund hört oder irgendein Maurer, der sagt, Peter, hol mir mal einen Kaffee. Das wäre schön. Ja, das war letztes Jahr. Stimmt, ja. Ja, mein Album hat sich jetzt auch verschoben, 4 Monate, weil, ja, gerade geht es einfach nicht. Ja, es kann nichts geliefert werden. Aber wir reden über die schönen Dinge. Unser Kennenlernen war auch nett, kurz abgekürzt. Wir haben uns ja in einer Bar, also du bist mir auf einer Toilette entgegengelaufen. Bar in Düsseldorf, glaube ich, muss es gewesen sein. Es war in Düsseldorf, ich weiß überhaupt gar nicht. Ich glaube, ich habe einfach einen Freund da besucht. Ja. Hab da einen guten Freund. Und du hattest da gespielt, glaube ich, an dem Abend, ne? Wir haben gespielt in Düsseldorf und wir hatten uns nichts ausgemacht. Also ich kannte dich natürlich und alles. Und irgendwann, wir sind danach einfach was trinken gegangen und am Weg zur Toilette bist du quasi rum und ich bin dann später zum Hille. Ich habe gesagt, das gibt's doch nicht, dass jetzt in Düsseldorf Johannes Strate am Klo steht. Und er hat gesagt, ja, also er wusste irgendwie Bescheid. Ich keine Ahnung. Und dann sind wir ins Reden gekommen. Ja, Hille kannte ich schon länger, weil der ja eine Band hatte namens Tyler damals. Sehr gute Truppe. Und mit denen haben wir vor, ja, wahrscheinlich vor 15 Jahren mal auf dem Donauinsel-Festival gespielt. So. Und da hatte ich Hille kennengelernt. Deswegen kannten wir uns ein bisschen. Ja, so kommt. Das ist nämlich eine Fanfrage gewesen. Die gebe ich aber dann weiter. Ich kann das jetzt nur für uns beantworten. So kam unsere Geschichte, dass wir im Toilette Düsseldorf. Dann habe ich euch eingeladen. Wir haben in einer kleinen Bar in Hamburg, in der Prinzenbar, heißt die, glaube ich. Ja, genau. Ja. Da wart ihr. Und dann haben wir einfach ja begonnen zu schreiben und ich habe einfach mal ganz frech gefragt, dürfte ich mal Support spielen bei euch? So war das, oder? Ja, so macht man das. Und dann haben wir gesagt, ja klar. Ja, klar. Und dann bin ich ja in der Tat, ja weiß ich nicht, 20, 30 Mal haben wir dich wahrscheinlich mitgenommen. Ne? Ja, es gab so zwei, also nicht Testgigs, aber 2 Gigs im Sommer. Ich glaube, das war Koblenz oder so. Und ja, das war nett. Und dann, also MTV Unplugged Tour. Für dich muss natürlich nochmal was ganz anderes gewesen sein, aber für mich, auch wenn ich heute oft gefragt habe, was war die größte Tour für dich bisher? Es war eure Tour. Also es war ja unfassbar, was ihr da für Köln, glaube ich, war der letzte Gig, Lanxess Arena oder so heißt die? Ja, ich weiß nicht, ob es der letzte war, aber das war auf jeden Fall, es ist in Deutschland die größte Halle, die es gibt, glaube ich, die steht eben in Köln und da waren 15.000 Leute, das war schon absurd. Also da kannst du auch vom Blick gar nicht mehr, du musst dann so oh, hallo ihr. Also die Ränge gehen gefühlt so hoch, das kannst du gar nicht begreifen. Das war schon ziemlich skurril. Aber ja, war für uns auch eine ganz besondere Tour auf jeden Fall. Seit wann legst du dir eigentlich immer einen Teppich auf die Bühne? Weil das habe ich mir jetzt von dir, schaue ich mir das, glaube ich, ab. Deine Perserteppiche. Ja, wir haben, glaube ich, echt mittlerweile 6, 7 Stück da rumliegen. Ich glaube, es ist bei der Unplugged-Tour fing das an, weil wir da bei unserer Aufzeichnung hatten wir auch Teppiche rumliegen. Und es fühlt sich halt irgendwie ganz gut an und wahrscheinlich habe ich das bei den Stone Temple Pilots oder bei Pearl Jam auch schon mal gesehen vor 25 Jahren. Und seitdem haben wir das beigebehalten. Ich finde das eigentlich ganz gemütlich. Du hast irgendwie dein kleines Refugium auf einer Bühne in einer meistens ja relativ großen und eher sterilen Halle. Das ist irgendwie netter, gerade weil wir auch zwischen den Songs viel plaudern und Geschichten erzählen. Dann hat es immer noch so ein bisschen was Wohnzimmermäßiges. Ja. Yeah. Die Geschichte von, das ist ja auch eine Fanfrage gewesen. Ich gehe jetzt überhaupt nicht nach dem Plan, ich habe mir eigentlich was überlegt, aber so ist es. Nö, mach besser. Mal, frag mal. eine deiner Fans hat gefragt, warte, ich muss kurz ihren Namen suchen, weil ich denke, sie freut sich. Beskra heißt sie, B-E-Z und dann Kra. Die Geschichte zu Sommer in Schweden, ich erinnere mich dunkel, sie fragt, ob die wahr ist, wenn ja, ist sie neidisch. Wie habt ihr den Song nochmal geschrieben? Du hast den Song jeden Abend auf der Tour erzählt. Ich konnte es fast schon nacherzählen. Welche Zeit war das noch schnell in deinem Leben? Also das war so die Zeit, ja, ich würde sagen 2002 oder 2003, als ich in Bremen studiert habe. Und wir in der Tat im Sommer entweder nach Griechenland oder so ein bisschen nach Skandinavien hochgefahren sind. Und das waren so die Bilder, die ich da im Kopf hatte. Ich habe den Song erst viel später aufgeschrieben. Also habe ich wahrscheinlich 2013, 2014 erst geschrieben, aber das waren so meine Studienerinnerungen, die ich da einfach verarbeitet habe. Ich musste jetzt beichten, man macht ja immer, also ich habe es dann eh nicht gemacht, aber wir hatten so eine Idee, es gibt ja immer beim letzten Konzert, spielt man sich ja immer Streiche, oder? Das ist ja so eine Angewohnheit. Ja, das ist so eine Eigenart, ja.
das quasi beim letzten Konzert immer Streiche gespielt werden. Und du hattest diese Geschichte von Sommer in Schweden, hast du da immer erzählt, jeden Abend, wie der Song quasi entstanden ist. Ja. Eben Bremen, Studienzeit und hier diese und diese Zeit und das erlebt. Und irgendwann habe ich zum Hille gesagt, am letzten Konzert, da gehe ich auf die Bühne und vor irgendeinem Song erzähle ich genau diese Geschichte, ja, mit genau diesen Namen und sage, und dann habe ich diesen Song geschrieben. Und du hättest es nicht mitbekommen, weil du noch Backstage bist und wahrscheinlich gerade noch dich irgendwie fertig machst. Ja. Und dann hättest du diese Geschichte erzählt und die Leute wären da gestanden so. Aber hast du nicht gemacht oder was? Nein, ich habe mich irgendwie nicht, ich habe mich nicht getraut. Ach komm, ja. Musst uns wieder mitnehmen. Ja, das stimmt, das ist die einzige Möglichkeit, ja. Das ist die einzige Möglichkeit. Ja. Johannes, ich habe ein paar Fragen vorbereitet jetzt tatsächlich. Jetzt gehe ich wieder nach Plan. Okay, sehr professionell, okay. Bitte. Jetzt wird es professionell. Jetzt mache ich Thomas Gottschalk hier, ja? Ja. So, einmal räuspern. Und zwar, wenn du einen Song über deine Lockdown-Zeit schreiben müsstest, wow, ja, was wäre der Titel? Na, den habe ich ja schon geschrieben. Der würde wahrscheinlich heißen Liebe auf Distanz. Liebe auf Distanz. Ja, sehr gut. Gefällt mir. Welcher Gegenstand bei dir zu Hause ist plötzlich irrsinnig wichtig für dich geworden, wo du zuerst gesagt hast, unwichtig und jetzt Lockdown? Naja, also ich meine, wenn ich mal vor mich gucke, dann sind es wahrscheinlich die Handyhalterung und das Licht zum Anklippen, ja, was irgendwie immer im Zimmer meiner Freundin rumlag und ich mal dachte, wozu braucht man sowas? Ich bin doch kein Vlogger oder kein YouTuber. Jetzt ist es dauerhaft in meinem Zimmer installiert. Ansonsten sind es wahrscheinlich, aber die waren natürlich vorher nicht unwichtig, doch die ganzen Gitarren. Ich bin hier sonst, hatte ich hier immer so ein, zwei und jetzt habe ich doch echt eher so 6, 7, 8 hier. Weil, und das ist das Schöne daran, weil ich im Moment wirklich jeden Tag Musik mache, ob in irgendeiner Instagram-Show oder selber für mich. Und das ist normalerweise eben nicht so. Da habe ich auch andere Sachen, Termine, bin unterwegs, bin im Zweifel nicht hier. Also für Musik habe ich im Moment ein bisschen mehr Zeit, ja. Auch neue Musik? Hast du schon was Neues geschrieben? Ich hatte ein paar Ideen. Ich bin gerade auch noch nicht dazu gekommen, die aufzunehmen. Aber ich habe so, ich spiele mir das dann mehr eben in die Sprachnotizen rein. Das habe ich gemacht. Ja, aber ich versuche jetzt auch bewusst, dass jetzt nicht nur so depressive Sachen aus mir rausfließen, weil ich meine, es ist ja schon eine Krisenzeit und wenn man abends die Nachrichten guckt, dann sind das keine schönen. Deswegen versuche ich mich davor zu hüten, jetzt so weinerliche Songs zu schreiben mit, oh, ja, die Welt geht unter, alles ist schwierig. Das ist jetzt, finde ich, das Letzte, was man braucht. Und ich finde, es muss auch nicht jeder jetzt einen Song zur Krise schreiben und seinen Senf dazugeben. So. Also wir wissen schon alle, was Phase ist. Ich finde es schön, dass viele Musiker was machen und unterwegs sind, aber ich will jetzt nicht einen Song über das Virus schreiben. Das fände ich einfach albern. Ja, und der Song über das persönliche Leben gerade würde auch nicht so spannend ausfallen jetzt, oder? Bei keinem von uns. Der würde wahrscheinlich heißen, ich langweile mich. Ja, ist auch okay. Aber ich, nee, wir haben ja einen Sohn hier und deswegen wird es in der Tat nicht langweilig. Es ist schon eine ganz schöne Herausforderung im Homeschooling und hier das Kind bei Spaß zu halten. Das ist schon was zu tun. Kannst du ihm Gitarre spielen beibringen? Ja, er will aber eher Schlagzeuger werden. Ja dann. Dann lass ihn irgendwie auf Kochtöpfen rumtrommeln. Ja, ja, das mache ich. Das ist, hört sich super angenehm an. Ist sicher total schön. Ja, total gut, ja. Sehr gut. Welche Zauberkraft würdest du dir jetzt besonders in der Quarantäne wünschen? Also ich glaube, Beamen wäre jetzt halt wirklich Weltklasse, weil dann könnte man mal eben sagen, ey, ich, keine Ahnung, zum Sonnenuntergang beame ich mich jetzt irgendwie kurz mal nach Frankreich an einen einsamen Strand und dann nehme ich den nächsten noch mit in Spanien und was weiß ich und dann noch in Australien. Wäre ziemlich gut und würde auch ziemlich viel CO2 einsparen. Stimmt, warum hat das noch keiner erfunden eigentlich? Das gibt's doch eigentlich gar nicht, oder? Frage ich mich seit Jahrzehnten. Es gibt so unnötige Dinge, wie zum Beispiel eine Duftkerze. Nein. Ja, schön. Orange. Beamen ist gut, finde ich gut. Noch eine gute Frage, die ist sehr überlebensnotwendig. Stell dir vor, in diesem ganzen Chaos landen jetzt auch noch Aliens und spazieren durch Hamburg. Welchen Song würdest du denn als Begrüßung aus dem Fenster singen um 18 Uhr? Wahrscheinlich Highway to Hell. Ja, das ist gut. Das ist gut. Ja, so ein bisschen, ihr kommt echt zur falschen Zeit, Freunde. Also, ja. Ja.
Die müssen, ich habe auch überlegt, wenn das passieren würde, es kann ja passieren, ja, ja. Die müssten uns total langweilig finden. Die denken sich, die hocken die ganze Zeit nur zu Hause. Was ist mit denen? Die sitzen zu Hause rum, die gehen mal einkaufen. Ansonsten, wenn die sich treffen, machen die so einen Bogen umeinander. Was stimmt mit denen nicht? Wir müssen schnell wieder hier weg. Oder dieser Planet ist einfach einzunehmen. Die sind sehr, sehr gut. Ja, wer weiß, während wir gerade sprechen. Passiert es vielleicht. Das kann passieren. Aber Highway to Hell. Vielleicht bin ich auch ein Außerirdischer. Vielleicht bist du ein Außerirdischer, ja. Man weiß es nicht. Ich habe es mir auf Tour schon öfter gedacht. Ja, ich weiß. Ja. Ich hätte mir gedacht, ich bin netter. Ich habe gesagt, Joe Cocker, you are so beautiful. Ach, schön, ja. Egal, wie schier sie sind. Das ist schier auf Österreichisch. Du bist schier ja Österreicher geworden. Ja, ich weiß. Was sind schon deine liebsten österreichischen Wörter? Meine? Aber jugendfrei bitte. Oder halb jugendfrei. Also ich finde, es klingt sehr schön, klingt Wabla. Wabla. Das ist okay, oder? Wabla ist voll in Ordnung. Das ist eigentlich mehr Freund. Ja, das finde ich sehr schön. Dann finde ich natürlich ein super schönes Wort, das Paradeiser. Super gut. Würde ich gerne auch hier übernehmen. Dann, und das benutze ich auch hier, das geht sich aus. Ja. So, das ist halt eine nettere Formulierung als, ja, das klappt. Ja, das geht hin. Das geht sich aus, ist halt total schön. Das habe ich. Aber da habe ich mir schon im Mund fusselig geredet, um das zu erklären, deutschen Freund. Also du hast es jetzt vollends verstanden, wofür man das ist ja eine riesige Bandbreite, wo man das benutzen kann. Ja, und ich meine natürlich, da war ich am Anfang ein bisschen verwirrt, als wir die ersten Österreich-Tourneen gemacht haben und die Leute am Merch Leibau. Kann ich ein Leibau kaufen. Aber auch ganz, fand ich ganz süß. Klingt natürlich einfach total schön. Ja. Auch nicht zu unterschätzen, Leiwand. Ja, bitte? Leiwand, ja. Leiwand, auch wichtig. Ja, Leiwand, aber Leiwand sagt doch nur ihr Wiener und der Rest Österreich nicht, oder? Weiß ich nicht. Was sagt Rest Österreich? Ich lese eher eure Kommentare. Oder nee, stimmt. In Wien sagt man immer alles mit Ur, ne? Das ist Urgut. Genau, es ist Urgeil. Urgeil, genau. Ja. Im Westen, nicht die schlimmste, aber die größte Angewohnheit im Westen in Vorarlberg ist, dass sie immer hinter die Sätze ein Oder packen. Also sie sagen, das war eine super Show, oder? Und sie fragen damit, aber eigentlich wollen sie nur sagen, sie wollen sie nur bestärken damit. Das finde ich eine total coole Sache. Ja, das stimmt, aber in Süddeutschland gibt es auch ein bisschen, da wird immer so ein Gell dahinter gemacht. Ein Gell? Ja, das war eine super Show, Gell. Das haben wir bei Wien auch. Fragst du mich jetzt gerade? Aber ich mag ja ehrlich gesagt diese Mundarten und diese regionalen Unterschiede. Ich finde das total charmant. Was gibt es in Hamburg eigentlich? Naja, wir haben ja in der Tat dieses Digger und so erfunden. Ey, Digger, was geht? Digger. Und so. Und ich hatte das auch schon vor 20 Jahren. Da war ich, keine Ahnung, irgendwo in Stuttgart oder so und dachte, ey, schönes Hemd, Digger. Und da sagt der, Alter, nenn mich nicht dick oder so. Wo ich auch dachte, okay, ja, Entschuldigung. Pass auf, das heißt bei uns, ja, nicht verarscht mich. Nein, also ja. Sehr gut. Ja. Wir starten einen Online-Sprachkurs Wien und Hamburg. Ja, das hat mir sogar mal in Österreich, hat mir mal jemand österreichisch-deutsch so ein kleines Lexikon geschenkt. Oh. Das ist auch schon 10 Jahre her. Ich würde mir wünschen, dass du in deinem nächsten Album ein österreichisches Wort einbaust. Das finde ich schön. Vielleicht mache ich 16er Blech oder Beisel oder so. Beisel finde ich gut. Du singst ja in deinen Songs oft von den Kneipen im Norden, so ihr Jungsheim. Aber sing doch mal, dass ihr im Beisel wart und dann Schnitzel gegessen habt. Ja, vielleicht. Das war schön. Und wenn es nur ein Instagram-Recap von einem Song wird, bin ich auch schon zufrieden. Ja. Wäre schön. Was habe ich noch für tolle Fragen? Ja, stell dir vor, du hast einen Monat Quarantäne und musst einen anderen Star, bekannten Menschen aufnehmen. Wer ist es? Bleib mir zu Hause. Ja. Muss ich mich auf einen beschränken? Du kannst ja eine WG zusammenstellen. Okay, also ich glaube, ich würde erstmal Sting einladen, weil das natürlich erstens ein wahnsinnig guter Musiker ist und glaube ich auch ein sehr belesener, intelligenter Typ, mit dem könnte man erstens, glaube ich, toll Musik machen natürlich. Zweitens könnte man abends den Wein von seinem Weingut mit ihm trinken. Ah, der hat auch Wein, ja. So. Und wahrscheinlich über das ganze Leben sprechen. Außerdem könnte ich mich ja auch bei ihm einquartieren und vielleicht ist er ja gerade in Italien auf seinem Schloss. Da würde ich dann wohl auch wohnen. Sting, der erste Mitbewohner Sting. Ja, und ich glaube, in die Runde würde auch total gut passen Barack Obama.
Ja. Einfach ein sehr interessanter Kerl. Ich glaube, der kann gut Tischtennis spielen. Oh, das ist gut, das kann ich auch. Fände ich gut. Das könnte ich mir vielleicht vorstellen. Dann zum Sport, vielleicht würde ich mir Toni Kroos noch mit dazu holen. Was kann der? Der ist einfach sehr nett und kann ganz nett. Gut Fußball spielen. Ja, So könnte es eine runde Sache sein. Und wenn wir sozusagen die anderen fett werden, könnte er immer sagen, los Jungs, wir machen heute harte Einheit. Okay, Toni. Und also einen Sportler, ja. Einen Musiker und einen gescheiten Politiker. Das ist ja gut. Vielleicht auch Bill Gates noch, wenn er Lust hätte. Ja, der forscht ja gerade an der Impfung. Also das wäre auch gut. Dann seid ihr die Ersten. Also diese Doku kann ich auch wirklich sehr empfehlen. Ja, welche? Was der alles, ja, der hat eine Doku auf Netflix, glaube ich. Bill Gates heißt sie einfach. Okay. Ein paar Folgen, großartig. Also was der alles versucht und was der macht und tut, also ein Wahnsinnstyp. Verrückter Typ. Fast so gescheit wie wir zwei. Fast. Fast. Aber hat ja noch Zeit. Ich glaube, das waren diese wahnsinnig schönen Fragen. Jetzt zwei Fanfragen. Oh. Und zwar, das uns haben wir schon geklärt, aber wie sucht ihr sonst eure Vorbands aus? Weil ihr habt ja wirklich immer super coole Acts damit. Wie läuft das bei euch? Ach, es ist schon ein bisschen zufällig, also dass man eben jemanden kennenlernt oder man stolpert über die Musik, findet es gut und hat es schon öfter gegeben, dass ich dann einfach mal jemanden auch auf Instagram angeschrieben habe und gesagt habe, ey, das ist toll, was du machst, hättest du nicht mehr Lust mitzufahren? Und ja, meistens sagen die dann schon ja. aber ich, zum Beispiel haben wir einen Joel Baker aus London, den habe ich mal in Andermatt bei so einem ganz kleinen Festival gesehen und habe ihm danach über Instagram geschrieben, da haben wir ein bisschen hin und her geschrieben und irgendwann meinte ich, ey, komm doch mal rüber, fahr mal mit. Mittlerweile ist er ein guter Freund und hat uns schon ein paar Mal supportet, tierischer Musiker. Ich verstehe sowieso noch nicht, warum der noch nicht der nächste Ed Sheeran ist. Wird das vielleicht werden. Aber es ist immer so ein bisschen eigentlich dem Zufall geschuldet. Also wir hören ja auch viel Musik und gucken uns kleine Konzerte im Zweifel auch mal an und dann ergibt es. Man muss schon auch sagen, also ihr seid ja, jetzt kleines Lob, ihr seid ja eine extrem coole Mainband, um mitfahren zu dürfen. Also alleine das... Vielen Dank. Dass ich und meine Musiker, wir sind ja tatsächlich bei euch im Bus, durften wir mitfahren. Ihr reist ja da immer mit fetten Nightlinern und da waren noch Betten frei und da sind wir mitgereist und das war echt eine wahnsinnig coole Zeit. Ja, schön, freut mich, dass du das sagst. Ja, ja, also wir versuchen, bei uns war es früher so, als wir angefangen haben, vor fast 20 Jahren, da haben wir auch so ein, zwei Supports gespielt und teilweise war es eben schwierig, weil die Hauptband eher ein bisschen komplizierter war und teilweise war es total herzlich. Wir haben zum Beispiel einen Support gespielt bei Die Happy damals und die haben uns auch so mit offenen Armen empfangen und es war so herzlich und es war so eine gute Zeit, dass wir gedacht haben, okay, wenn es bei uns mal ein bisschen größer wird, dann wollen wir einfach genauso immer Leuten helfen und mit Supports umgehen und seitdem machen wir das. Das ist echt da kannst du von bis alles bekommen. Gell? Ich habe auch James Blunt, erinnere mich, das war eine sehr, sehr coole Erfahrung. Der hat uns 4, 5 Mal mitgenommen und der hat uns dann ab der zweiten Show immer zu sich backstage. Ich glaube, sein Schlagzeuger hatte Geburtstag, dann hat er uns zu sich geholt, hat uns ein Bier, hat begonnen mit meinen Freunden zu quatschen, hat uns irgendwie so wie Familie irgendwie aufgenommen. Ja, also das ist echt eine coole Sache. Cool, dass ihr das. Cool, dass ihr das so macht. Welche Musik aus Österreich magst du? Hast du so Tipps? Du hörst ja immer so ein bisschen Mucke. Also diesen Julian the Play, den finde ich hervorragend. Weiß ich nicht, gefällt mir nicht so, aber ja, soll sein. Komische Frisur irgendwie. So stimmt tatsächlich, ja. Aber ja, was noch? Ich bin gar nicht so firm, was das angeht. Bilderbuch ist natürlich krass. Ansonsten, damals fand ich Austria 3 auch großartig, Fenderich und so. Ja, ja. Gut, das, ja, ist jetzt nicht mehr gar nicht lachen, das verstehe ich, aber ich bin sehr, sehr alt. Nein, das ist große Lyrik. Bitte? Das ist große Lyrik. Also. So halt. Ja, ja, genau. Lemo hatten wir natürlich auch mal dabei. Guter Junge. Wie gesagt, Tyler fand ich damals super. Die Band von Lukas kann man immer noch hören, gibt es sicher auch auf Spotify. Ja. Ja, sowas ist vielleicht. Ich habe noch eine Empfehlung an dich und zwar hör dir mal Öl an, OEHL. Oh, von denen habe ich irgendwie mal gehört. Ja, Herbert Grönemeyer hat die ins Label genommen und haben Support gespielt. Sehr lyrisch, sehr fantasievolle, schöne Musik. Ja. Apropos Musik, du wirst gleich noch was spielen, weil ein paar hier schon gefragt haben. Kann ich machen. Also
Das habe ich jetzt einfach so mal gesagt. Ich versuche es. Ja, aber noch nicht, glaube ich. Genau, eine Frage jetzt neben diesen ganzen lustigeren Fragen vielleicht, die ich wirklich, die aus mir rausgekommen ist. Ich habe ja hier einige Gäste schon gehabt, die, wo ich sage, von bis sehr erfolgreich ja auch, aber du, ihr seid ja da ganz oben im Olymp und habt alles quasi erreicht im deutschsprachigen Raum, was man erreichen kann. Ja, lass mal so stehen, ja. Okay. Ist das Fluch oder Segen? Das ist jetzt eine ganz ernst gemeinte Frage, ja, wenn man wirklich sagt, I had it all. Naja, das ist natürlich eigentlich ein Segen und jeder, der das nicht zu schätzen weiß, ist echt auch ein Idiot. Es bringt natürlich einen anderen Druck mit sich, klar. Die Tourneen sind dann größer, du hast dann viel mehr Crew dabei, viel mehr Mäuler zu stopfen und eben einfach dann auch eine größere Verantwortung, ist ja klar. Und die Fallhöhe ist dann natürlich auch höher. Ja, aber wir sind ehrlich gesagt total dankbar, wie es gelaufen ist in den letzten 20 Jahren. Und wenn die Hallen mal nicht mehr ganz so groß sind wie jetzt, dann ist das immer noch toll und es macht immer noch Spaß, Musik zu machen. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, es ist ein Segen, ja. Ja, das ist eine gute Antwort. Nein, weißt du, es gibt ja die Falco-Film, weiß nicht, ob du gesehen hast, aber diese legendäre Szene, wo er dann irgendwie Nummer 1 Amerika und dann... Und ab dann geht es eigentlich bergab, weil er sagt, was soll ich jetzt noch machen? So, ich bin leer. Aber ihr habt da einen viel gesünderen Zugang, das ist eh. Das sieht man ja auch. Du. Sehr frisch. Sonnenbrand? Habe ich einen Sonnenbrand? Nee. Einen leichten, ich wollte es dir schon sagen. Aber da bist du eh einer der wenigen. Meine Gesichtsfarbe gleicht sich schon meiner Wandfarbe an. Ist es so? Bei mir eigentlich auch. Ich weiß. Vielleicht ist es bei mir auch einfach gerade nur dunkel und es sieht nur so aus. Naja. Ja, vielleicht. Wo sitzt du eigentlich gerade? Dein Raum sieht wahnsinnig schmal aus. Es ist so fast so ein Kajütenzimmer, würde ich es nennen. Ah, okay. Ich habe auch so eine Schiffsdecke hier oben, die ich total gerne mag. So mit Hölzern. Das ist so mein Home-Studio versus, das ist bei mir zu Hause in Wien. Mein Komponierzimmer, ich habe hier alles, was ich brauche und es ist so, es hat 17 Quadratmeter. Das ist gut. Ja, vielleicht ist es besser, für den Sound, ne? Für den Sound, genau, deswegen, weil manche immer fragen, habe ich ja auch diese Teile hier, damit es so ein bisschen trockener ist. Ja. Wir sind durch. Ah ja, oh Gott, das müssen wir machen, weil hier so viel Kommentare. Ah ja, wer schreibt eigentlich die Kommentare von Revolverhead gerade, wenn nicht du? Wer von deiner Band ist hier gerade online? Ja, einer von den anderen dreien jetzt. Habt ihr alle Zugänge zu eurem Instagram-Account? Naja, klar. Naja. Ja. Aber ich würde sagen, wenn ich einen Kommentar sehe, dann würde ich... Bis jetzt war es ein Herz, ein Gesicht mit Herz. Also Chris, R.H. Chris hier hat sich ja gemeldet, das ist natürlich Chris. Aber so, also gut, ein Herz, das kann ich nicht erkennen. Da ist der Chris, ja natürlich. Chris ist da. Großes Herz. Bevor du singst, musst du summen. Okay. Für alle, die zuschauen, ich meine, du singst und summst wahrscheinlich leider auch sehr gut. Deswegen wird schnell... Naja, oder nicht, das wäre eigentlich schön. Ich schicke dir jetzt einen Song oder zwei. Hallo Chris. Und du musst einen Teil davon, vielleicht nicht den einfachsten gleich, summen. Und dann alle, die zuschauen, ich will von euch bitte... den Song haben, den Johannes summen wird. Okay, schick rüber. Wir sehen ja dann, unser Chat steht. Ja, ich schicke rüber. Wir sehen dann, wer als erstes gepostet hat. Und du schreibst mir gerade Sache an. Ja. Sehr gut. Ich schicke dir was rüber. Los. Und 30 Sekunden. Ich zähle mit. Du schickst mir jetzt einmal einen Titel? Ich habe den geschickt. Oh, den soll man summen? Sehr gut. Probier es mal, ja. Also 3, 2, 1, go. Also ich meine ganz ehrlich. Also das muss man können. Wir haben eine Zeitverzögerung von 5, 6, 7 Sekunden. Also normalerweise soll... Guck mal, da ist schon jemand. Ja, 191. Ups, I did it again. Trilly 76, I did it again. So, der Titel ist übrigens nicht Hello from Kazakhstan. Entschuldigung. Hit me one more time. Nein. Nein. Ja. Warte mal. Hit me, baby, one more time. Wie geht da der Refrain?
Da gibt es da gibt's eine richtigere Frage. Das ist schon anders. Das ist schon anders. Das ist schon anders. Du hast recht. Ja. Großartige Songs übrigens. Ich schicke dir noch einen, das war zu leicht. Echt, ne? Okay. Britney, Chris schreibt danke, auch rein. Danke Chris, für nichts. Ja, Chris, du warst viel zu langsam. Streng dich an. So, einen anderen. Du wirst dich hoffentlich daran erinnern. War ein sehr geiles Musikvideo. Gab keinen Song mehr danach. Oh, scheiße, nee, die Melodie kenne ich nicht. Das kennst du nicht? Nee. Okay. Dann probiere es ich mal. Ja. Oh Gott. Oh, jetzt mache ich es selber. Das gibt's ja nicht. Ich dachte. Na gut. Und zwar. Ah, ja, doch. Das klingt wie ein Bohrer. Schauen wir mal, ob jetzt schon irgendjemanden was. Das klingt ein bisschen wie in der Villa, als ich eingesungen habe. Aber, ja. Ja. Stimmt, doch, irgendwer schreibt, stimmt, hey Macarena, nein. Nee, Macarena, hier, Flo Eder. Oh, sehr gut. Sapsi 96, lass Ketchup. Ja, Ketchup-Song, Feedchen 0585CD. Wir haben's. Yes, Ketchup-Song. Yeah. Du kriegst noch so einen, Johannes. Noch einen. Ein Schwein. Nämlich. Er hat eine gewisse Aktualität gerade. Ich schaue gerade eine Serie. Mehr sage ich nicht. Kennst du den, sonst kriegst du was anderes. Gut, der ist zu einfach. Los geht's. Okay, stopp. Stopp. Mehr darfst du nicht. Und ja. Jetzt warten wir wieder. Das schreibt zu Recht. Wow. Ja. So, der Song war so einfach, wer den nicht so weiß. Das ist ein Konzert im Mund, war super. Vielen Dank, das stimmt. Ja, das ist nicht das Song, Sophia, Verena, schau, richtig. Verena weiß es. Verena schaust du, Verena, danke schön für deine Antwort. Schaust du Haus des Geldes, die spanische Serie? Ja, also die ersten zwei, drei Staffeln habe ich noch geguckt. Irgendwann bin ich rausgeflogen, weil es mir einfach dann zu langwierig wurde und zu konstruiert. Und ich muss sagen, die Staffel, ich finde die nicht besonders gut konstruiert. Und da mein Spanisch leider nicht gut genug ist, muss ich sie natürlich auf Deutsch gucken. Musst du es auf Deutsch schauen, ja. Habe ich gesagt, konstruiert, nee, synchronisiert, ne? Also die ist nicht nee, synchronisiert. Ach so, das meinst du, synchronisiert, ja. Ja, genau, okay. Und das nervt mich ein bisschen. Nee, ich gucke im Moment eher Ozark, finde ich super. Und wie heißt das, ja. Ozark? Ozark, ja, super, super Serie. Läuft aber auch gerade schon Staffel 4, also, ja. Okay. Über so einen Typen, der Geld fällt. Ich habe jetzt nicht zugehört, weil ich liebe Haus des Geldes. Dann verraten wir eben das Ende. Nein, gestern ist die neue Staffel rausgekommen. Ja, das habe ich gesehen. Hey, danke für diese tollen Zoom-Künste. Und danke, dass du dir Zeit genommen hast. Aber ich kann dich nicht entlassen, solange, oder nicht ich. Ich glaube, ganz viele Fans wären traurig, wenn du uns nicht noch was singst. Okay, das kann ich tun. Ich glaube, du kannst das. Ich habe das schon mal gesehen. Ich versuch's mal. Ja. Was hast du für einen Song mitgebracht? Ich weiß es auch nicht, wir haben nicht drüber geredet. Ich habe heute einfach mal gedacht, weil ich ja mit Wien telefoniere und uns vielleicht auch noch nicht jeder in Österreich kennt, spiele ich einfach mal Lass uns gehen, weil den hat man vielleicht schon mal gehört. Den kennt man natürlich. Ich dachte, jetzt sagst du, du spielst jetzt I Am From Austria von Reinhard Fenrich. Achso, nee, ich kann auch. Mein Nasal ist so rot, weil ich so blau bin. Ich trinke halt für mein Leben gern den Wein. Und wenn ich auch vielleicht ein bisschen grau bin, der Wein, der lässt mich froh und munter sein. Irgendwie so, ne? Ja. Das ist mein Lieblingslied von dir. Ja, der ist schön. Ist das der gefällt. Amos oder Fenrich? Nee, Danzer. Oder? Ich habe erst du keine weißt Ahnung. Es nicht. Nein, ich bin ein Banause. Aber ja. Wer weiß das? Wer von unseren Zuschauern weiß, wie heißt das Lied? Mein Nasal ist so rot, weil ich so blau bin, oder? Genau. Genau wie nämlich auch halt bin ich wieder fett wie ein Radierer. Den kennst du auch schon. Ja, den kenne ich tatsächlich. Kannst du den auch singen? Bin wieder fett wie ein Radierer, bitte? Kennst du den auch singen? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Bin ich wieder fett wie ein Radierer. Du brauchst ihn nicht verstecken, Tradi Fieder. Du kommst mir direkt schön und dann auch so ein Viertel noch und du bist Miss Vienna. Also ganz im Ernst, was werden bei euch eigentlich für Texte geschrieben? Habt ihr schon mal was von Sexismus gehört? Du, ich kenne diese Songs ja nicht mal. Es liegt an dir. Du ziehst die an. Ja. Es ist wie immer. Ich zieh dich mit runter. Ja, wir gehen gemeinsam in den Abgrund.
jetzt von dir, also von euch, Revolverheld, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Lass uns gehen. An alle, die zuschauen, ich will ein Herz noch haben für Johannes. Also haut's mal alle Herzen rein, die ihr habt. Könnt auch mal Herzen also statt Applaus. Ich fange mal an, ne? Ja. Hallo, hallo. Bist du auch so gelangweilt? In der von Stress und der Enge des Tages. Bist du nicht auch längst schon müde der Straßen, der Menschen, der Massen, dass du das nicht sagst? Ich kann nicht mehr atmen, seh kaum noch den Himmel. Die Hochhäuser haben meine Seele verbaut. Bin immer erreichbar und erreiche noch gar nichts. Ich halte lass uns hier raus, hinter Hamm und Berlin oder Köln. Hört der Regen auf Straßen zu füllen. Hört ihr endlich mal wieder das Meer und die Welt. Lass uns gehen, lass uns gehen, lass uns gehen. Hinter Hamm und Berlin oder Köln. Denn die Menschen auf Fragen zu stellen. Hört ihr endlich mal wieder das Meer und die Welt. Lass uns gehen. Die Stadt frisst die Ruhe mit schlackernden Lichtern, schon Tage und Nächte in sich hinein. Gehetzte Gesichter in der drängenden Masse, jeder muss überall schnell sein. Zwischen den Zeilen habe ich gelesen, dass beide weg von ihm wollen. Sie stecken ihm fest, verschiedene dem Regen und träumen vom Sommer im Stehen. Lass uns hier raus, hinter Hamm und Berlin oder Köln. Hört den Regen auf Straßen zu füllen. Hört den endlich mal wieder das Meer und die Welt. Lass uns gehen, lass uns gehen, lass uns gehen. Hinter Hamm und Berlin oder Köln. Hör die Menschen auf, Fragen zu stellen. Hör den endlich mal wieder das Meer und die Welt. Lass uns gehen, lass uns gehen, lass uns gehen. Ja. Lass uns gehen, lass uns gehen, lass uns gehen. Lass uns hier raus, hinter Hamburg und Berlin oder Köln. Lass uns gehen, lass uns gehen, lass uns gehen. Hört der Regen auf Straßen zu füllen. Lass uns hier raus, hinter Hamburg, Berlin oder Köln. Lass uns gehen, lass uns gehen, lass uns gehen. Hört den endlich mal wieder das Meer und die Welt. Lass uns gehen, lass uns gehen, lass uns gehen. Yeah! Vielen Dank. Dankeschön. Wie geil. Dankeschön. Stell dir vor, das sind jetzt 20.000. Ja, ich kann euch fühlen. Bah, super geil. Ich habe mich voll zurückversetzt gefühlt zu euren Konzerten. Ja, das ist schön. Die fehlen mir auch sehr. Konzerte dieser letzte Teil. Dieses Lass uns gehen, lass uns gehen, lass uns gehen. Wenn immer alle quasi genau diese Stelle mit. Ja, genau. Da kommt dann das Konfetti und alle durcheinander und zu. Boah, so ein geiler Teil. Ja, ich hoffe, wir können das bald wieder machen. Ja. Das liest man dann eh bei euch, wann es weitergeht. Wir haben eh gesprochen. Wir hoffen, es geht sehr bald wieder auf die Bühnen. Ja. Aber und dann mit doppelter Freude. Ja. Danke, Johannes. Danke dir, dass du da vorbeigeschaut hast. Ich hoffe, dank dir. Ich hoffe, es war schön. Ja, magst du noch was sagen deinen Fans, die gerade noch zuschauen? Ein letzter Satz vorm Abschluss. Ja, schön, dass ihr da seid und ich hoffe, wir können irgendwann später in diesem Jahr mal wieder ein Konzert hier spielen und ihr schaut vorbei. Wir werden dann explodieren, sage ich euch. Ja. Yeah. So, und jetzt, heute bin ich wieder fett wie ein Radierer, das ist das Motto. So. Schön, ein Glaser, mache ich mir jetzt mal auf. Ein Glas. Bis bald, mein Lieber. Cheers. Schönen Ciao. Abend. Kommst gut durch die Ciao. Zeit. Wir hören uns. Baba. Tschüss. Tschüss.